Der Varus MSP besticht durch ein innovatives Fahrzeugkonzept. Entgegen der üblichen Anordnung des Löschwassertanks über der Hinterachse und der Feuerlöschkreiselpumpe im Heck rücken diese beim Varus MSP weiter zur Fahrzeugmitte. Der Löschwassertank ist beim Varus MSP direkt an der Aufbauvorderwand angeordnet. Die Feuerlöschkreiselpumpe ist mittschiffs, das heißt oberhalb der Hinterachse, zentral im Fahrgestellrahmen eingebaut. Durch diese Anordnung wird die Hinterachse entlastet. Die ausgeglichenere Achslastverteilung sorgt für ein optimiertes Fahrverhalten. Das Pumpenbedienfeld des Varus MSP befindet sich auf der dem Verkehr abgewandten Seite hinter einer aufklappbaren Verkleidung. Wie bei konventioneller Pumpenanordnung ist das Bedienfeld für eine intuitive Bedienbarkeit mit eindeutig zugeordneten analogen Tastern und deutscher Klartextbeschriftung versehen. Auch mit aufgeprotzten Ein-Personen-Haspeln kann die Pumpe komfortabel bedient werden. Durch die in den Unterfahrschutz integrierten Druckabgänge wird die Hinterachse zusätzlich entlastet. Tragbare Leitern, Saugschläuche und Einreißhaken sind mithilfe der mechanischen Entnahmehilfe komplett vom Boden entnehmbar. Ein Besteigen des Daches ist somit nicht mehr erforderlich, die Aufstiegsleiter entfällt. Die beiden hinteren Geräteräume sind begehbar und durchgängig beladbar. Sie bieten dadurch Platz für lange Beladungsgegenstände. Durch die am Fahrzeugheck angebrachte Schnellangriffshaspel wird weiterer Raum im Aufbau gewonnen. Witterungsgeschützt unter einer Vollverkleidung ist sie mit einem stabilen Schlauchfenster, das rundum mit Rollen ausgestattet ist, sowie einer elektrischen Aufspulvorrichtung versehen. Durch die mittige Position der Haspel kann zu beiden Seiten des Fahrzeugs gleich gut gearbeitet werden.